Was geht ab, Kübelster? Hier ist bei Bonsner und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3 Remake. Ja, ich musste die Aufnahme nochmal neu starten, weil mein PC ist hängen geblieben und jetzt, naja, seht ihr ja. Ja, auf jeden Fall habe ich inzwischen mir was Schönes Neues geholt, und zwar habe ich mir die Lightning Hawk geholt. Das hatte ich auch in der letzten Aufnahme gezeigt, aber leider Gottes ist diese Aufnahme hin. Ja. Von daher machen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Okay, kommen wir mal. Von daher, wenn ich jetzt nicht so überrascht bin bei manchen Sachen, wundert euch nicht. Das ist halt nun mal halt so. Leider Gottes. So, wollen wir mal gucken. Wow! Dann hatte ich mich zum Beispiel nicht mehr, ne? Perfekt. Wie gesagt, ich weiß viele Dinge noch. Von daher nicht wundern, dass ich nicht mehr überrascht bin über manche Sachen. Ist schade. So. Schade, dass da passiert ist. So, okay. Perfekt. Einmal Pistole und einmal Gewehr. Sehr gut. Das ist immer. Nö, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten. Haben wir hier noch was? Ah, nochmal Pistole. Pistole ist immer gut. Pistolenmunition ist immer sehr, sehr gut. Nee, 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 ihr bekommt mich nicht. Ihr müsst Viecher. Ehrlich. Ein paar Mal. Okay. Passt. Ich dachte, passt. Bis nach ein paar Messerhieben nicht aufgestanden. Bis jetzt tot. Okay. Ja gut, ja. Wir können hier durch. Ah, gibt es hier noch was, was ich aufnehmen kann? Sieht man nicht so aus. Stellt der Typ sich tot. Also, richtig tot. Lächerlich. Okay. Perfekt. Also ich werde es so machen, um das Ganze zu vermeiden, dass ich noch einmal einen Crash habe. Werde ich kurz zwischen den Speicherpunkten mal kurz eine Pause einlegen. Eines davon werdet ihr jetzt nicht großartig bemerken. Halt einfach um zu vermeiden, dass das Ding noch einmal mehr crasht. Ich wäre ganz, wäre keine schlechte Entscheidung. So, mal hier lang gehen. Ehrlich? Lästiges Mistvieh. Dreimal Schrotgewehrmunition, das ist schon gut. Ah, hier ist der Speicherort, aber da muss ich jetzt noch nicht hin. Noch nicht. Oh. Ja, komm her. Hat mehr verbraucht, als ich wollte. Ah, egal.
Okay. Sag mal, 2 von 3 haben wir jetzt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir hoch. Sobald ich die dritte habe, gehe ich nochmal in den Speicherort. Und erledige das Ganze. Ah, hier ist doch noch was. Arbeiternotiz. Ah, okay. Wie viele sie aufgenommen haben. Alles klar. Ist nichts großartig Wichtiges. Hier was? Ja. Pistolenmunition. Da habe ich das letzte Mal zum Beispiel nicht nachgeguckt. Von daher sagt immer praktisch, wenn man das macht. Im Nachhinein gesehen. So. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich in. Okay. So, du stirbst jetzt erstmal. Ich glaube, jetzt ist es richtig tot. Gut. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch was haben. Hochwertige Schießpulver. Dann haben wir das zum Beispiel zweimal. Da kann ich das zum Beispiel kombinieren. Und hab nochmal Schießpulver. Und nochmal Schießpulver. Jo. Kombinieren. Können wir das hier kombinieren miteinander? Perfekt. Ja, passt doch. Passt doch. So. Und da ist die dritte. Okay, das war's. Das Problem ist jetzt aber. Normalerweise haben wir hier noch was. Nämlich der grüne Gott. Wie mache ich das? Ach ja, das kann ich ja kombinieren. Ich bin ja auch dumm. So. Haben wir das. Perfekt, jetzt kommen wir zurück zum Nikolai. Beziehungsweise ich werde zwischendurch mal speichern und nochmal neu und die Aufnahme neu starten. Damit das nicht hängen bleibt. Und ich bin nicht doof. So, nehmen wir einen kleinen Shortcut. Durch den Speicherraum. Perfekt. So, jetzt tun wir die Sachen noch weg, die wir gerade aufgenommen haben. So. Und dann kommen wir auch schon wir sagen, das hat ganz gut geklappt. So. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah ja, wir müssen ja hier erstmal die Sachen reintun. Und Mo 1. Nikolai verfolgen. Sehr gut. Natürlich wieder weg. Jo, eine gute Frage. Ich denke mal, das werden wir noch rausfinden. Der konnte uns auf jeden Fall gut beobachten. Das ist ein Spielzeug für die Lightning Hawk, ist das, ne?
Yeah. Sehr gut. Jetzt nehmen wir mal zweimal Heilkräuter mit. Nur so Vorsicht. Speichern nochmal. So. Und dann hier ist Nikolais Ding um wegen Umbrella. Wie er Umbrella verraten will. Beziehungsweise beauftragt wurde. Sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Sehr gut. Sie stoppen den Angriff, wenn, und das ist ein verdammt großes Wenn, wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Das ist cool. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Jella. Dann lass uns mal uns aufmachen. Der Impfstoff ist weiter vorn. Dann mal los. Sie kann auch nicht rennen hier in der Sequenz. Keine Ahnung warum. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Erledigen wir das. Ja. Dann ab, ab. Bounce her, yeah. Dann wollen wir mal schauen. Wenn ist das? Dürfte eigentlich jedem klar gewesen sein, dass er nicht tot ist. Ein paar gute Treffer hat sie gekriegt. Aber das wird nicht sein Ende sein. Bye bye, Tyrone. Oder Tyrell, Tyrell ist mein Name. Scheiße. Oh, da hat sie Glück gehabt, dass sie das gesehen hat. Da hat sie Glück gehabt gerade. Jill, das war nicht schlecht. Hier brauchen wir, so wie ich weiß, noch ein irgendwas zum Reintun. Und hier ist ein Speicherort. Jo. Was ist das soweit? Mit eine Karte. Aber wir haben hier noch was rumliegen. Wo haben wir das? Hier ist noch was. Ah, der grüne Gott. Noch ein großes Ding habe ich jetzt nicht, oder? Nope. Dann tue ich das weg. Speichern. Dürfte eigentlich reichen, wenn ich das nächste Mal auch nochmal das Ganze starte. Nur ich starte. Dann gehen wir mal rauf. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall einen. Wahrscheinlich ja, noch nicht ganz toten Zombie. Kann ich mir direkt schon denken, dass die nicht ganz tot ist? Bleib auch einfach liegen, ey. Ja. Er ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz tot. Nein, dachte ich mir auch schon. Ich kenne euch. Ich kenne meine Pappenheimer inzwischen. Ich kenne meine Pappenheimer. Ihr seid noch nicht ganz tot. Ah, Graves Tagebuch.
Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Betra Beitrag zu moderierter medizinisch-technischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslernenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn in Lotto, als nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß ich es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit einem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Und jedes Mal, wenn ich genug Mut sammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Cassie denken und krieg sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter da mit reingezogen. Ich muss meinen Job machen. Nur machen, was sie sagen, ihretwillen. Aber dies soll ein Beitrag dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Ja, manche von denen hatten ein Gewissen. Das ist wirklich so. Manche von denen hatten ein schlechtes Gewissen im Nachhinein. Aber ob das Ganze besser macht, ich weiß nicht. Was haben wir denn da noch? Nehmen wir nochmal für das Ganze, okay. Wir haben auch nochmal Muni. Perfekt. Impfstoffsynthese. Anfertigen, Impfstoff herstellen. Ja, okay. Da können wir den Antistoff herstellen. Ja, genau. Hier bekamen wir. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Yep. USB-Stick. Perfekt. Und hier mit dem Teil können wir den Antivirus erstellen. So viel ich weiß, kommt mir hiermit nach unten. Ich habe auch ein bisschen geübt mit dem PC, mit der PC-Steuerung ein bisschen zurechtzukommen. Aber, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn man gerade am Ende ist. Sehr schön. Bist du wirklich tot? Jetzt bist du tot. Geht aber trotzdem noch zu, die Tür. Respekt. Ja. Oh, da war einer von denen. Explosive Granaten. Muss ein bisschen was haben, was ein bisschen mehr Power hat. Zum ersten Mal. Wow, wow, wow. So, der ist schon mal erledigt. Und der ist auch erledigt. Meine Munition ist auch fast erledigt. Versandsbestätigung. Nemesis. Ah, 1. September 1998, Fahrerflugklasse 1. Transvisit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extreme Vorsicht walten. Ein Schock könnte das Paket unter anderen Umständen zur Eigenaktivierung führen.
Okay, cool. Okay, was haben wir denn hier? Schießpulver. Pistolenmunition. Ich hoffe, ihr seid alle weiterhin tot. Gut, nehmen wir das ja nochmal. Mal gucken. Ah, eine Probe. Eine Antigenprobe. Brauche ich definitiv für den Impfstoff. Das denke ich auch mal. Oh nein. Ich sehe schon von oben kommen. Oh, haben wir das schon mal. So, haben wir Schrotgewehrmunition, was haben wir hier? Sprengstoff. Mir geht's aber gut. Das ist ein Problem. Ich weiß jetzt gar nicht, bekommen wir hier nochmal Speicherort? Ich weiß es nicht. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das Tiervirus ist irgendwie entkommen. Dr. Brad hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des Tiervirus-Antigens vorbereitet. Ich muss sie nur noch mit einem Jadüvas kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte man in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Sind da und da die Lager. Testpersonen streifen schon durch die Korridore. Sind das diese Typis? Ich muss einen Weg finden, um diese Proben zu lernen, während die Kultur reift. Wenn ich nicht zurückkomme, schließe bitte die Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu steuern, zu stoppen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem wir diesen schrecklichen Ereignis in Bewegung gesetzt haben. Tja. Auch nett. Platz mehr für. Haben wir hier Schießpulver. Habe ich zwar Platz für. Bist du tot? Ja. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ist rot. Dann denke ich mal, dass hier unten irgendwas sein wird. So, damit du gar nicht erst aufstehst. Also, bleib einfach liegen. Ich habe gesagt, bleib einfach liegen. Ist das so schwer zu verstehen? Erste-Hilfe-Spray. Okay. Es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so dumm sein, hier mal das Erste-Hilfe-Spray mitzunehmen und dann hier die Sachen mal, zumindest einen Teil davon, mal in die Truhe zu tun, bevor ich weitermache. Eine Ewigkeit später. So, jetzt habe ich all diese Sachen weggetan, die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel die Säuregranaten, die habe ich jetzt behalten. Aber hier gab es noch ein rotes Kraut, was natürlich jetzt natürlich auch weg ist. Und so wie ich gesehen habe, ist hier ein... Ah, Sprengstoff. Ah ja, den muss ich auch noch gleich mitnehmen. Ist vielleicht gar keine schlechte Sache. Oh, Tyrants. Das sind Tyrants. Yep. Sprengstoff B. Ja. Haben wir noch Platz. Und auf mit uns. Up we go. Hier. Hier haben wir einen toten Zombie.
würde ich sagen, exklusive. Aus dem Weg! Ja, kommt. Aus dem Weg mit euch. Na. Ich okay. Ah. Wow. Der Typ ist aber schnell gedreht gewesen. Der wollte mich packen. Warte. Was ist das jetzt mit dir? Ja. Gott sei Dank. Säuregranaten. So. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh. Perfekt. Mir. Ja, Sprengstoff A. Moment. Akkurantprobe. Kombiniert mit einem Antigen verstärkt sie die Immunsystemreaktion. Ah. Schlau. So nennen sie ihn Nemesis. Hier ist aber noch irgendwas, angeblich. Schießpulver. Okay. Da wird ihr, da wird der Bart. Wie gesagt, ich weiß ja manche Sachen schon, wie so, was so passieren wird. Von daher. No. Mal besser offen. Die stand noch nicht mal. Ich konnte noch nicken. Sie stand noch nicht mal. Sie war am Boden. Mal gucken. Okay. Nicht ganz so gut geklappt, wie ich dachte. Aber hey. So. Haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz. Weil ich muss ja auch noch den, wo war es? Hier war es, ne? Und zwar werden das wieder Flammen. Nee, da werden Sprengstoff. Oh, Sprengstoff, das ist gut. Sprengstoff ist gut. Sehr, sehr gut. So. Jo. Das passt eigentlich soweit. So. Dann wollen wir es doch mal auf den Weg machen. Zum Generator. Und das Ganze beenden. Beziehungsweise den Antikörper, den Impfstoff entwickeln. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Okay. Zack. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Snammert.
Oh-oh. Nemesis. Er wurde ja nur ausgesperrt und nicht angegriffen von uns. Von daher wundert mich das jetzt nicht, dass er nicht tot ist. Ist einfach mal hier drunter. Beste Idee. Okay. Ja, komm schon. Komm schon, kriech nach vorne. Zum Aufzug. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Perfekt. Bisschen was hier einsammeln noch. Oh. Das vielleicht keine schlechte Idee. Und nochmal ein Erste-Hilfe-Spray. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir 14 mal davon. Und ich glaube mal, zumindest einmal, wäre keine schlechte Idee. Oh, warte mal. Ich tue hier nochmal zweimal grün verwenden. So. Oh, perfekt. Gut. Haben da alles, so? Hm. Was in Gottes Namen ist das hier? Ja, das ist eine gute Frage, Joe. Oh, wie viel mal habe ich denn jetzt? 11 mal Flammengranaten. Dann nehmen wir das doch direkt mal. Würde ich sagen. Da ist er. Hier ist Johnny. Hier ist Nemesis. Der will dich aber echt. Ich glaube, so sehr wollte ich noch kein Mann, Joe. Oh, was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff. Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Yep. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Ja, klar. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Ja, klar. Deal? Gut. Nur den Nemesis besiegen, ja. Gar kein Thema. Oh oh. Hi. Das habe ich aber jetzt ordentlich verpasst. So. Wow. Wow. I'm on the roll. Was ist das?
Jill, bist du das? Carlos? Mir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Beziehungsweise sagen wir mal so, das war die erste Schicht von Nemesis. Mal gucken, weiter. Ah, hier hinten ist ein erster Hilfespray. Pass auf! Was Gesellschaft! Was haben wir denn hier? Pistolenmunition. Ah, Flintenmunition, sehr gut. Zwei. Bring den Arsch auf. Wow. Wow, wow, wow. Nemesis, that's mein Homeboy. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm unbedingt Säurekanaten was bringen. Oder Schaden. Na, ich sehe das schon. Da hinten nämlich. Er ist hinter Nummer 1! Ja! So. Hinterhältig, ey. Wie hinterhältig. Ah, hier hinten sind nochmal Gegenstände. Er versteckt sich hinter Tank 3. Nummer 3. Wir haben keine. Ja. Nummer 7. Sehr gut. Ramunda. Ich mach das. Das wollte ich zwar nicht haben, aber auch. Da konnte ich nichts mehr machen. Ich glaube, er tut aus allen Nähten springen. Der Bastard, ey. Vielleicht. Ja. Das dürfte es gewesen sein für ihn. Das dürfte es gewesen sein für ihn. Eigentlich schon. Jill! Ich schicke dir den Kran. Kletter daran hoch. Komm schon. Komm schon. Das ist der Tod zu kriegen, der Typ. Bam. Ja, komm. Hoch, hoch. Jawohl. Goliath. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen.
Das ist eine gute Idee. Säure einschmelzen ist gut. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Ihm das? Er hätte so runtergehen müssen. Okay, ich treffe dich weiter vor. Terminator Reference. Nikolai, wo bist du hin? Gute Frage. Mitarbeiterraum. Ah, gut. Ich habe schon gedacht, hoffentlich ist da noch ein Speicherraum. Feuer. Jetzt nehmen wir aber die Merkmale mit. Ich denke mal, das wird keine schlechte Idee sein, die Merkmale mitzunehmen. Statt den Raketen, statt den Granatwerfer. Nehmen wir die mit. So, dann nehmen wir noch Heilkräuter mit. Genug an Heilung nehmen wir mit. Mal speichern. Dann machen wir dann auf Schnellzugriff zurück. Also aufs da. Perfekt. Dann kann man das hier machen. Lightning Hall wird sich jetzt bestimmt bewähren. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, nein, nein. Nein. Du bist Geld wert. Ich mag ihn. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Partnerschaft starten nicht mit, mit Waffengewalt. Wäre das cool gewesen, hätten sie erst zusammenarbeiten müssen. Natürlich, das ist nämlich das. Wenn der tot zu kriegen wäre, komm schon, Gerald. Oh, wundert dich das noch? Hast du hier sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber. Du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Yep. Viel Glück. Auf einmal. Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai. Er hat den Impfstoff. Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Das ist es. Dann direkt mal hier das nehmen. Das gefällt mir schon besser. So. Nämlich die Waffe brauchen wir, um ihn zu töten. Und. Schön. Das ist wie ein Ende von Resident Evil 3 Original. Oh, du bist sowas von am Arsch jetzt, wo ich die Lightning Hour hab. Ich glaube ja. Ja, es hört sich so an, als wenn er noch mehr will. So. Und rein damit, 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 rein damit. Wer steht auf? Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden! Ah!
Ja, ist ein bisschen, aber ich gehe auf Nummer sicher. So. Und das war so gut wie das Ende von ihm. Ich brauche nur noch das reinschieben. Perfekt. Und nochmal die Waffe nehmen. Das war's nicht. Missy. Jetzt nur da vorne. Oh, sie wird auf Nummer sicher gehen. Das nächste Mal verpiss dich einfach. So befriedigend. So befriedigend, ey. Den bin ich los. Ja, und eine Dusche wirst du auch brauchen, wenn du zu Hause bist. Ja, hier sind noch Sachen, die ich noch aufnehmen kann. Einmal das hier und eine Handgranate. Dreimal Handgranate. Oh. Hätte ich auch nehmen können. Ah, brauche ich aber alles jetzt nochmal. Überträgt sich auch nicht. Von daher kann mir das eigentlich jetzt egal sein, aber ich habe trotzdem mal aufgenommen. Das war's für eine Mrs. Wenn es das nicht war. Das ist ganz ehrlich, ja. Schaut euch das mal an, ey. Komm mal hier. Oh, Vertragsnotizen. Über den Vertrag. Ich habe einen Vertrag von Klient erhalten, der die Krise von Raccoon City dazu nutzt, Umbrella Corporation mit verschiedenen Mitteln und okay, interessant. Wir wissen ja, wer dieser mysteriöse Typ ist. Falls es jetzt nicht schlüssig tut, jetzt nicht spoilern. Aber ich hoffe, dass sie Code Veronica als nächstes als Remake machen. Code Veronica bräuchte einen Remake. Das ist jetzt alt genug. So, perfekt. Na, Carlos hat den Kopf verloren. Lass mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Er ist auch ein trainierter Soldat. Beide. Aber ich frage mich, wer stärker ist in einem richtigen Kampf. Ah, bisher hat er ihn. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treffe dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Na, müssen wir ja. Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Ja. Definitiv. Was ist mit ihm? Frag mich, was Carlos nach Resident Evil gemacht hat. Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst.
Ich bezahl, was immer du willst. Nee, so doof ist er nicht. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr. Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen wir nichts. Deswegen. Bye bye, Nikolai. Bye bye. Jetzt sinkt es langsam rein. Scheiße, ich werde durch die Bombe sterben. Ich komme nicht mehr hier raus. Außer Umbrella hat ihn aufgegriffen. Da weiß man ja nicht. Aber das wird sehr unwahrscheinlich sein. Das zweite Hubschrauber unterwegs war. Das war's. Die Druckwelle. Fällt ihr auch schwer. Bist du wahrscheinlich aufgewachsen in der Stadt. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Sehr gut. Ah. Also mir, muss ich ganz ehrlich sagen, hat dieses Resident Evil 3 Remake richtig getaugt. Also richtig gutes Ende, muss ich wirklich sagen. Respekt Capcom, habt ihr gut hinbekommen. Und viele tun sich ja so über die Länge beschweren und sagen, ja hier, das ist viel zu kurz, das Spiel. Aber das Originalspiel hatte war auch nicht viel länger. Bin ich ganz ehrlich. Und vor allem. Sie war nicht als Sequel geplant von, also als Nachfolger von Resident Evil 2 geplant. Sie sollte normalerweise ein Spin-off sein von Resident Evil 2. Das so ein bisschen die Geschichte von Jill erzählt. Resident Evil Code Veronica, was ich ja eben schon erwähnt habe, das war als Resident Evil 3 früher mal geplant. Und ja, das wurde dann umbenannt, weil Sony die Rechte an den nummerierten Titeln hatte. Von daher hat man Resident Evil 3 Nemesis bekommen. Was vorher nur Resident Evil Nemesis hieß. Naja. Aber wie gesagt, mir taugt es. Ich fand es richtig klasse. Das hier ist jetzt auch offiziell die Canon Story von der Resident Evil Serie. Es ist nicht mehr Resident Evil Original. Also Resident Evil 3 2 Original. Sondern Resident Evil 2 und 3 Remake. Sind jetzt die Canon Stories von der Geschichte. Und finde ich gar nicht mal schlecht. Also die Neuerzählungen von den Geschichten machen teilweise sehr viel mehr Sinn. Auch, dass man zum Beispiel sieht, wie Marvin gebissen wurde. Oder wie halt in den einzelnen. In dem Police Department halt das passiert, wo die Polizei-Officer gegen die Wand geschleudert werden und wo sie dann hinterher da liegen. Es macht alles viel, viel mehr Sinn, wenn man das alles sich so nach und nach anguckt. Auf jeden Fall. Aber hier ist hier, was jetzt kommt, das Lied, ist auch richtig geil. Nämlich, wenn man so ein bisschen hört. Es ist das Original-Theme von Resident Evil 3 in den Credits. Und das ist richtig, ist ein geiler Touch, auch so neu kompositioniert. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das war Resident Evil 3 Nemesis Remake oder Resident Evil 3 Remake. Und ja, wie gesagt, ist richtig klasse, richtig geil und hat richtig getaucht. Ich kann es so weiterempfehlen. Ja,
Dann gucken wir noch, ob es dahinter noch was kam. Ja. Wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall das Tempo von dem Antivirus. Und Joe, die man vorbeigehen sieht. Ja, cool. Wie lange habe ich jetzt gebaut? Welcher Rang ist es? C. 13 Mal gestorben. Insgesamt 4,5 Stunde. Oh, passt. Ja, gut. Dann würde ich euch einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir lieben gerne ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und hoffentlich sehen wir uns bei einem Resident Evil Code Veronica Remake dann wieder. Bis dahin. Und tschüss.